Bin ich bei dir. Ja. Weißt du, der Klügere kippt nach. Was? Ich habe mein Baby nach Maxim benannt. Also nach Maxim, also wirklich mit der Intention. Maxim Markov? Maxim Markov zu reproduzieren. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ein Maxim reicht für diese Welt. Stellt euch mal vor, die sind alle so. I mean, why not? Es gibt auch Leute, die ihre Kinder nach Seriencharakteren. Also ich meine, als Game of Thrones im Hype war, gab es plötzlich ganz viele Daenerys und Jons und... Hm. Ne? Darf man Kerzenwachs essen? Also ich wüsste nicht, dass es einen Gesetzestext gäbe, der dir das verbieten würde. Insofern dürftest du es. Ob es sinnvoll ist, ist auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Hm. Aber ich würde davon abraten. Verstopft das Arschloch davon nicht? Da weißt du vielleicht mehr als ich. Also letzten Endes ist es eine... Man darf ja zum Beispiel coolen Wasserstoff... Nee, ich denke nur halt zum Beispiel, man darf auch kein flüssiges Wachs in den Abfluss kippen, weil das dann verhärtet und dann verstopft. Achso, du redest jetzt vom flüssigen Wachs, was du dann trinken würdest. Ja gut. Also, das wird doch eh bestimmt in der Magensäure, wird das doch eh nochmal flüssig, oder? Das verstopft. 100 pro irgendwas. Also letzten Endes... Bienenwachs. Es geht speziell um Bienenwachs. Achso, speziell um Bienenwachs. Das muss man dazu schreiben, das ist ja nochmal was anderes. Ja, hier sind immer Kerzenwachs. Sagen wir mal so, bei solchen Sachen, Satz des Paracelsius. Vielleicht ist es deshalb so ruhig in deinem Chat, alle haben Angst getrennt zu werden. Hä, ich bin doch kein Monster. Also wieso guckt man mir denn zu, wenn man keinen Bock auf mich hat? Die Dosis macht das Gift, Leute. Und das ist so schön, das ist halt, trifft auch fast alles zu eigentlich. Egal was, Paracelsius. Okay. Vor allem seine Reaktion in dem Stream darauf war mal, du hast dein Kind den besten Streamer, den besten Spieler genannt. Lol. Naja, aber wie gesagt, ne, wenn man den Namen schön findet, why not? Mikro kriegt gleich dumpf. Also ich meine, der Grund ja auch, warum es so viele Kevins gibt oder gab in unserer Kindheit. Weil es so viele dumme Menschen gibt, genau. Nee. Ach so. Weil zu dem Zeitpunkt Kevin allein zu Hause sehr populär war. Ach so. Da gibt es sehr spannende Untersuchungen zu, wie quasi Prominente oder Namen und so auf Babynamen sich auswirken. Gibt es auch so viele Ronaldos oder so viele Cristianos? Möglich, oder Lionels? Ich kann mir vorstellen, also letzten Endes ist ja die Frage, ne, ob du den Namen dann trotzdem insgesamt gut findest, aber ich kann mir vorstellen, dass es überproportional viele Kinder gibt, seitdem dieser Status erreicht worden ist und vielleicht in Portugal, wo der Name auch verbreiteter ist, das der Fall ist. Ich würde mein Kind Maurice nennen. Danke. Danke. Ich werde wahrscheinlich keine Kinder haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du eins hättest. Wenn ich eins hätte. Sehr gut. Hm. Henno ist den Namen besser als Henno. Henno ist ja auch, naja, Spitzname. Ja, am Ende ist es halt auch in Anführungsstrichen nur ein Name. Max hat mich auch inspiriert zu dem Namen meines ersten Kindes. Der zweite sollte auch Pascal heißen, wollte der Vater aber nicht. Also ich als Betroffener kann nur sagen, Pascal ist kein schöner Name. Warum? Bitte nennt eure Kinder nicht Pascal, weil das werden alles Jeremys. Wenn man Pascal heißt, hast du eigentlich schon verloren im Leben. Don't name your kind Pascal. Ich mag tatsächlich meinen richtigen Namen auch nicht. Also deswegen lasse ich mich auch überall Kalle nennen. Das ist das Schöne, wir sind Gamer, wir suchen unsere Namen selbst.